Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute packe ich die Campus-Tüte für das Sommersemester 2021 aus. Wenn ihr wissen wollt, was die Campus-Tüte ist, schaut auf meinen älteren Videos zur Campus-Tüte vorbei. Die kommt halbjährlich raus, also jedes Semester. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr euch diese Videos anschauen. Außerdem packe ich euch den Link zum Bestellen der Campus-Tüte in die Kommentare. Und diese Box, die ich hier habe, die hat mich ca. 9 Euro Versandkosten gekostet. Der Inhalt selber ist kostenlos, man muss eben hierbei das Porto tragen. Normalerweise ist die Campus-Tüte ja kostenlos, wenn man auf dem Campus ist und ein normales Semester wäre. Packen wir es mal aus. So, zunächst kommt ein Danke. Viel Spaß beim Auspacken und Probieren. Ja, also hier nochmal ein Zettel, dass die Campus-Tüte ist. Dann haben wir Verpackungsmaterial. Und oh, das ist ja schick. Blanchet Joli, das ist, ja, das ist ein Wein. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Wein drin ist, aber schon mal sehr, sehr gut. Was finden wir noch? Wir finden hier einen Flaschenöffner. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen und dann, okay, hier in der Kiste fliegt schon einiges drin herum. Ich tue mal kurz, um Schadensbegrenzung zu machen, das erstmal rausheben. Okay, das Ganze ist wohl beim Versand nicht so gut behandelt worden, aber das macht wahrscheinlich nichts. Hier fliegt noch ein einzelnes Bier mit rum, ein Sterner heißt das, glaube ich. Die sind sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Das lege ich schon mal raus. Dann liegen hier diverse Papierchen, dazu komme ich gleich noch. Ein Coffeeshot liegt jetzt hier schon lose drin rum. Und eine zweite Tüte. Dann ist die Kiste leer. Die fungiert jetzt, oder die verwende ich jetzt ab sofort als Mülleimer. Jetzt sehen wir schon, wir haben jetzt schon einen Wein. Wir haben Bier, einen Shot und einen Flaschenöffner und zwei Tüten. Die eine ist mir gerade umgefallen. Ich mache das mal anders. Also, fangen wir mal mit der ersten Tüte an. Wir haben hier eine Tüte. Ja, das ist eine Ovomaltin-Stofftasche. Stofftaschen sind immer gut. Sehr schön. Dann als nächstes haben wir Mate. Das ist ja so ein Mate-Getränk. Finde ich persönlich auch sehr schön. Die Dinge sind normalerweise, glaube ich, auch teuer. Also ich weiß es nicht genau von dieser Marke speziell, aber generell schon. Dann Coca-Cola Energy. Kenne ich so noch nicht, aber okay, Energy Drink. Dann Kaffeefilter. Papierkram, das zeige ich euch nachher. Was haben wir hier noch? Wir haben noch mehr Papierkram. Okay, das ist nicht nur Papierkram. Okay, ich muss mir hier mal einen Überblick verschaffen. Was ist da jetzt drin? Okay, wir haben hier eine Deo-Creme Perfect Day Probe. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich möchte. Aber gut, mal schauen. Dann Papierkram, Papierkram, Papierkram. Ach, diese ganze Werbung. Die zeige ich euch mal ganz kurz am Ende in einem Bild. Die zeige ich jetzt nicht jedes Mal einzeln in die Kamera. Werbung über Werbung. Hier ist noch so ein Flaschenöffner. Und dann haben wir hier Ovomaltin Rocks. Das sind scheinbar so Knuspercrisps. Okay, finde ich sehr schön. Das ist ein kleiner Snack, was kleines Süßes. Na. Dann haben wir hier scheinbar eine Zahnpastaprobe von Elmex. Auch ganz nett. Dann weiter haben wir, wir haben wieder Bilou Tasty Donut. Das gab es ja in der letzten Campus-Tüte auch. Das müsste gewesen sein, eine
Ein pflegender Cremeschaum steht drauf. Das habe ich meiner Freundin geschenkt. Kriegt sie jetzt auch wieder. Dann haben wir Storm Wasser plus Koffein. Kenne ich persönlich nicht. Weiß ich nicht genau. Ich trinke jetzt nicht so viel Energy Drinks, aber schön, dass dabei ist. Dann ein einzelner Reese's Peanut Butter Cup. Sehr schön, die mag ich. Ein Teebeutel, der war letztes Mal auch schon dabei. Dann Corny, sehr, sehr schön. Ja, okay, das war's mit der ersten Tüte. Wie gesagt, die Werbung habe ich euch jetzt mal erspart. Kommen wir zur zweiten Tüte. In der zweiten Tüte sehen wir nochmal einen Sternler, sehr, sehr schön. Ich nehme an, das Sternler, das da jetzt in der Packung lag, in der Kiste, das nicht in der ersten Tüte war, hat damit dazugehört. Haben wir schon zwei davon, sehr schön. Dann haben wir hier nochmal so ein Mate-Getränk. Ich sehe schon, fürs Trinken ist gesorgt für die nächsten ein, zwei Tage. Also nicht, dass ich jetzt das Bier und den Wein innerhalb von zwei Tagen wegtrinke. Nein, nein, das meine ich nicht. Jetzt haben wir hier nochmal Energy Drink. Wir haben, was ist das denn? Ja, jetzt steht da natürlich was drauf, warte mal. Das ist Alpro Barista Hafer. Das scheint eine Hafermilch zu sein, oder? Gib mir einen Moment. Ich glaube aber, das soll ein Milchersatz sein. Zumindest schreiben sie, dass man es zum Kaffee trinken kann. Also gegen Milch habe ich ja nie etwas. Sehr schön, dass Milch mit dabei ist. Dann hier nochmal Werbung für Spiegel. Ein Gutscheinheft. Das kann ich gleich auch nochmal zeigen. Dann Werbung. Ein Teebeutel. Nochmal. Noch mehr Werbung, eine Postkarte. Dann Werbung und Rabattcode für Kaffeefilter. Oh, wer Rabattcode für Kaffeefilter haben möchte, hier ist der von Melitta. Ich brauche ihn höchstwahrscheinlich nicht. Also, ne, ich habe einen Kaffeevollautomaten. Ich brauche keinen Kaffeefilter. Dann haben wir hier, Bilou. Das ist jetzt Cotton Candy, das ist eine andere Sorte. Ist aber auch so ein pflegender Cremeschaum. Ihr könnt euch denken, wer den bekommt. Also ich brauche ihn jetzt für mich selber eher weniger. Nochmal ein Corny. Was ist das denn? Oh, ein Mini-Deo. Und das ist das Ex-Dark Temptation. Das war doch dieses Schokoladendeo, das früher in der Werbung war. Das sagt vielleicht den einen oder anderen noch was. Da gab es damals so eine Werbung, wo sich so ein Typ, so ein Mann, eingesprüht hat. Und dann ist er als Schokoladenmännchen durch die ganze Stadt gelaufen und wurde von diversen Frauen. Naja, die haben sich ein bisschen gegönnt, sag ich mal. Ach, schön. Das weckt Erinnerungen. Also ein kleines Deo ist dabei. Dann habe ich nochmal Reese's Peanut Butter Cups. Und Anti-Hangover natürlich bei Kater. Das ist ein Pulver, das man in Wasser hinzufügt. Und da steht jeweils ein Drink vor dem Alkoholgenuss und vor dem Schlafengehen. Da steht jetzt hinten drauf, okay, das sind Elektrolyte, Vitamine und Pflanzenextrakte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas in mich reinschütten möchte. Eher wenig, ehrlich gesagt. Ich sag mal, ich selber trinke einfach nicht so viel, dass ich so einen krassen Kater habe und gut ist. Aber für die es interessiert, hier ist auch Anti-Hangover dabei zweimal. Und dann sind wir auch schon mit der zweiten Tüte durch. So, das ging jetzt schon ganz schön schnell. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal direkt im Detail. Hier könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Also wir sehen hier schon die Energy Drinks, die Mate, das Bier, der Wein. Der Wein war, glaube ich, eine Zugabe als Vorbesteller. Das weiß ich nicht, ob der immer dabei ist. Hier haben wir das Bilou, den Dusch, den pflegenden Cremeschaum. Wir haben die Milch, Reese's Peanut Butter Cups, Ovomaltine Rocks, die waren leider nur einmal dabei. Dann haben wir hier, ach ja, das war so ein Koffein-Drink, Kaffeefilter, Gutscheinheft, dazu komme ich gleich. Die Seife, dann haben wir hier noch die Cornies, Zahncreme, Deodorant, das Antikatermittel, die Milch. Dann haben wir hier noch das Wasser plus Koffein, kenne ich jetzt gar nicht, Teebeutel. Joa. So sieht die ganze Ausbeute aus. Ach, hier war noch ein Stoffbeutel. Und jetzt komme ich kurz zur Werbung, beziehungsweise zur Werbung, die mitgeliefert war. Man könnte jetzt natürlich behaupten, dass dieses ganze Teil eigentlich bloß aus Werbung besteht. Es gab noch so extra Flyer, die möchte ich euch hier zum mal reinhalten. Hier ist nochmal der Milliliter Kaffee. Da ist ein Gutscheincode, falls ihr für so Kaffeebeutel den braucht. Werbung zum Blutspenden. Eine Briefkarte von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch so ein Werbeangebot.
Ich bin immer der Meinung, dass man diese Angebote auch nehmen kann, ohne dass man irgendwie eine Campus-Tüte braucht, aber hier ist nochmal so ein Flyer dabei. Dann haben wir einen Lernchillig mit Charlie. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was das ist, aber ich brauche es eigentlich auch nicht. Dann hier einmal noch Spiegel, Gutschein, Code oder ähnliches. Wobei ich eben, wie gesagt, glaube, man braucht dafür nicht unbedingt irgendwie so einen Code. Ich glaube, die kriegt man generell einen Monat kostenlos zum Testen. European Munich Championships. Von denen kam dieser Flaschenöffner. Dann haben wir nochmal Blutspende, Blutplasma. Wir haben nochmal diesen Lernen mit Chili mit Charlie. Wir haben nochmal den Kaffeecode. Ist das der gleiche? Das will ich jetzt testen. Dann will ich jetzt sehen, ob das der gleiche ist. Wo habe ich den hingelegt? Nein, das ist nicht der gleiche. Es kann sein, dass diese Codes tatsächlich nur einmal funktionieren. Also die schnellsten unter euch gewinnen. Sieht man die? Das sind die beiden Codes. Ich brauche sie, wie gesagt, nicht, weil ich keine Kaffeefilter brauche. Nochmal so eine Frankfurter Allgemeine. Nochmal so eine Briefkarte. Von Alpro noch so ein Gutscheinheft. Ich glaube, das ist aber nur so ein Werbeflyer und keiner, dass man irgendwas gesommen. Ah, doch. Einfach diesen Coupon bei Kauf eines Alpro Barista Drinks an der Kasse vorlegen und sofort 2 Euro Probierrabatt bekommen. Also, da ist so ein kleiner Zettel dabei, dass man so einen Probierrabatt bekommt. Nochmal der Spiegel. Summer Feeling irgendwas. Klar ist Corona nervig, aber das war deine Ex auch. Okay. Ich verstehe nicht ganz, worauf dieser Zettel hinaus will. Fliegt in den Müll. Zweimal Sternla Bierwerbung. Das sind auch. Nein, das sind. Was ist das? Verstehe ich nicht ganz. Da ist die Sternla-Adresse mit drauf. Vielleicht kann man da Bier bestellen oder vielleicht ist das. Ah, das ist eine Verlosung, okay. Der Hans sucht Senior Taco Gutscheine. Senior Taco finde ich toll. Da haben wir hier in Bayreuth auch einen. Ein Dip oder Soße gratis. Sehr schön, die werden wir halten. Dann haben wir nochmal was. Das sind solche. Ach, das ist von diesem Wasser plus Koffein, ist das noch Werbung. Ja, das war eigentlich schon das ganze Werbematerial, das noch zusätzlich dabei gelegen war. Im Endeffekt ist ja diese ganze Campus-Tüte nichts anderes als Werbung. So, zu guter Letzt haben wir hier noch das Gutscheinheft. Hier haben wir einmal einen Gutschein von New Company, 20%. Mit dem Gutscheincode. Ich nehme an, den kann man mehrmals einlösen, weil das jetzt was ziemlich Triviales ist. Dann haben wir hier Mömax, also Möbelgutschein. Auch hier, ich verwende diese Gutscheine regelmäßig nicht, sind hier diese Gutscheine, die man einsetzen kann. Ich nehme auch an, Trend 20 und Trend 60 sind auch keine besonders seltene Gutscheincodes. Wir haben Best Secret, Designermarken. Okay, ich bin jetzt nicht so der Modemensch. Auch hier der Code. Dann haben wir FLSK Trinkflaschen. Okay, wahrscheinlich ist FLSK so eine Anspielung an Flask, was glaube ich so viel wie Trinkgefäß oder sowas heißen könnte. 20%. Haben wir hier einlösbar auf flask.de/studentenrabatt. Dann haben wir ComSpot, der ist scheinbar zum Raus. Na, die sind alle zum Raus drin. 8% auf iPads und iMacs. Gut, ich brauche jetzt auch kein Tablet oder sowas. Hier sind die. Das sind gut. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das könnt ihr selbst lesen, wenn es euch interessiert. American Express. Aha, ich brauche keine Kreditkarte als Student. Dann haben wir Discount Lens für so Kontaktlinsen oder Gläser scheinbar, Brillen scheinbar. Dann haben wir hier einen Orion-Gutscheincode für 15 Euro. Sehr schön. Ihr habt ja auch hier den Gutscheincode. Tag-6 für Steuern. Ist hier der Code. Dann haben wir noch einen Kaspersky. Also ich rate immer den Leuten dazu, die Windows-Rechner nutzen, einfach den Windows Defender zu nutzen, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Aber hier ist auch hier der Code. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Heft. So, das war das Unboxing der Campus-Tüte vom Sommersemester 2021. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da und auch gerne ein Abo. Ich mache allermeistens Technik-Videos. Außerdem sage ich manchmal was zum Studium, aber vor allem Technikvideos. Die Campus-Tüte ist ja nur so ein Gag, den ich mal angefangen habe und den jetzt weiter durchziehe. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Ciao!